Ja. Wir sind Rot Weiß Oberhausen, der ganz besondere Verein. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe RWO-Freunde, zu einer neuen und versprochen ganz frischen Ausgabe von RWO TV, der Emscher Kanal, hier aus Aachen, aus der Kaiserstadt. Wir sind angekommen zum ersten Auswärtsspiel des Jahres 2016. Endlich geht es wieder so richtig los, die Taktung wird wieder ein bisschen mehr, jede Woche Minimum ein Spiel von Rot-Weiß Oberhausen. Letzte Woche ist es ja losgegangen mit dem Heimspiel zu Hause gegen Rot-Weiß Aalen. Keine Tore sind gefallen, dennoch gab es ja die ein oder anderen Szenen, die man sich durchaus noch mal anschauen kann. Und dann machen wir das natürlich auch. Die Spielzusammenfassung gibt es jetzt und die Interviews. Torlos trennen sich unsere Klebeter also von Rot-Weiß Aalen. Bei mir Felix Haas. Felix, den Start ins neue Jahr habt ihr sicherlich ein bisschen anders vorgestellt. Ja, wir wollten ganz klar heute mit 3 Punkten starten und ja, was dabei rausgekommen ist, war ein bisschen Rohkost heute. Du wirkst selbst auch noch ein bisschen, dass du darüber nachdenkst, was da gerade passiert ist. Ist etwas, dass ihr sagt, hier sind ganz klar 2 verschenkte Punkte liegen geblieben? Ja, wenn man das Spiel betrachtet, noch nicht mal. Ich glaube, wir hatten heute gar nicht den Sieg verdient. Wir hatten in der ersten Halbzeit ein paar gute Aktionen, Stein hatte eine gute Aktion. Aber letztendlich haben wir heute wirklich unsauber gespielt, teilweise auch den Platz geschuldet. Aber trotzdem muss unser Anspruch sein, dass wir gegen Aalen ganz klar 3 Punkte holen. Wo siehst du heute die Fehler, die gemacht wurden? Ja, ich glaube, dass wir unsauber gespielt haben. Ich habe es gerade gesagt. Wir haben teilweise im falschen Moment direkt gespielt. Wenn wir direkt hätten spielen müssen, haben wir 2 Kontakte gemacht, dann haben wir den Ball verloren.
Dann haben wir keinen gehabt heute, der ein bisschen das Tempo bestimmt hat. Wir hatten wirklich Phasen, wo es hin und her ging, wirklich unterstes Niveau von Regionalliga. Aber wir wissen, wir können es besser. Das war das erste Spiel jetzt im Jahr. Das ist immer schwer reinzukommen. Und ja, nächste Woche gegen Aachen ist es wieder ein ganz anderes Spiel. Ist in so einem Spiel, wo man auch nicht weiß, wo man vielleicht auch gerade steht, ein Gegner, den man auch nach einer längeren Pause nicht ganz einschätzen kann, eine gewisse Nervosität auch immer da? Nee, glaube ich nicht. Also bei mir auf jeden Fall nicht. Ich glaube, Aalen Freitagabend ist eigentlich ein geiles Spiel. Flutlicht, ich glaube, es hätte eigentlich nicht besser fallen können. Ich meine, letzte Woche gegen Lotte wäre auch noch ein geiles Ding gewesen. Aber ich glaube, nervös kann man heute nicht sein. Ja, wir haben heute auf dem schweren Boden gegen einen extrem aggressiven Gegner gespielt. Die Aalener waren richtig heiß, haben gut verteidigt. Und ja, dann machen wir aus unserer großen Feldüberlegenheit machen wir halt kein Tor. Dann muss man halt irgendwann auch mal mit so einem Punkt leben. Ne? Wenn man 90 Minuten nach vorne spielt und das Ding will einfach nicht fallen, dann muss man die Null halten. Und hilft nichts, munter putzen, in der Woche geht's weiter. Das Spiel war auch bestimmt über von kleinen Fehlern, aber auf beiden Seiten das Spielgeschehen über auch im Platz geschuldet und auch eine gewisse vielleicht Nervosität, weil man noch nicht ganz genau so weiß, wo ist der Gegner, wie sind wir vom Stand her? Ja, wir wissen ja ganz genau, wo wir stehen, aber ich glaube nicht, dass es Nervosität war. Wie gesagt, der Platz war heute nicht ganz einfach zu spielen und der Gegner hat halt gut verteidigt, war eng drauf und hat es uns schwer gemacht, hat taktisch gut verteidigt, uns im Aufbau direkt gestört, vorne Pressing gespielt. Damit sind wir nicht ganz so klar gekommen, wie wir sonst schon mal schaffen, rauszuspielen. Und von daher war das Spiel direkt im Aufbau gestört. Und nichtsdestotrotz, gerade zweite Halbzeit spielen wir nur auf ein Tor, haben Chancen, die wir halt einfach machen müssen. Der fällt da nicht. Und deswegen sage ich natürlich als Abwehrspieler hinten kein Kriegen. War am Ende auch nochmal eng. Die Aalen hatten auch noch ein, zwei gute Möglichkeiten, wo wir ein bisschen Glück hatten. Und dann müssen wir halt diesen Punkt einfach mitnehmen, das Positive daraus sehen. Wir haben alles reingehauen, wir haben alles gegeben heute. Und ich denke, da kann man der Mannschaft auch keinen Vorwurf machen. Ja, dass es heute ein Kampf für Tod ins Spiel wird, das war klar. Wer den Rasen bzw. das Wetter in den letzten Tagen beobachtet hat, dass spielerische Glanzleistung heute nicht zu erwarten war, das war mir persönlich auch klar. Und den Jungs musste man das Spiel ein Stück weit umstellen. Wir haben 20 Minuten gebraucht, um ins Spiel letztendlich zu kommen. Haben dann ein paar gute Angriffe über rechts endlich mal gefahren und ein paar gute Reingaben, wo letztendlich dann auch der Fuß in der Mitte gefehlt hat. Also ich mir wünsche, dass wir auch mal dementsprechend durchlaufen. Dann wollten wir in der zweiten Halbzeit noch öfter sehen, auch von der linken Seite aus. Wir haben dann letztendlich sehr offensiv gewechselt. Wir haben alles riskiert, um hier einen entscheidenden Punch, ein entscheidendes Tor zu erzwingen auch. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt in der Statistik, wenn man 14 Standards hat und leider dann nur einmal den Pfosten trifft, ist mir einfach zu wenig. Und letztendlich haben wir die klaren Abschlüsse vermissen lassen, die uns sonst auszeichnen. Einfach mal die klaren Aktionen aufs Tor. Ja, und letztendlich, wenn man sehr offensiv spielt, passiert es schon mal, dass man in Konter läuft. Da muss man sagen, dass wir dann in der 90. Minute dann noch, ich will nicht sagen, Glück hatten, aber dann haben wir mit ganzer Kraft verteidigt, letztendlich das Tor bei dem Querpass. Gut, wir haben jetzt 0-0 gespielt, passiert, die Welt geht nicht unter, die Jungs haben alles rausgehauen, das war entscheidend, das war wichtig und dass er enttäuscht vom Platz ging, hat man, glaube ich, gesehen. Für mich als Trainer geht es weiter, wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel und das in Aachen. Und da wartet uns dann hoffentlich auch ein anderes Geläuf. Und dann sind wir ja frischen Mutes und wollen dann unsere Stärken, wie gesagt, den Torabschluss dann letztendlich aussuchen. Danke. Also 0:0 zu Hause zum Auftakt in das neue Fußballjahr 2016 von unseren Kleeblättern. Das kann man natürlich so oder so finden. Wir schauen einfach mal zurück und sagen, es war ein gewonnener Punkt für Rot-Weiß Oberhausen. Kommen wir aber jetzt zur Aktualität und die heißt Alemannia Aachen. Und da feiert heute der neue Cheftrainer Fuat Kilic seine Heimpremiere. Die wollen wir ihm natürlich so gut es geht verderben, am besten komplett, dass wir hier die drei Punkte mit nach Oberhausen nehmen. Es war nicht immer toll, so gegen Alemannia Aachen spielen zu müssen. Wir erinnern uns ans Hinspiel, da gab es zu Hause ein 1:4. Das haben wir natürlich alle noch in Erinnerung. Hat ein bisschen wehgetan, aber vielleicht, oder ich bin mir relativ sicher, dass die Mannen sich dieses Spiel nochmal angeschaut haben und jetzt wissen, wie man
diesen langen Abwehrspieler deckt, sodass er heute hier nicht torgefährlich werden wird. Wir schauen mal auf unsere Aufstellung und da sehen wir zwei Veränderungen. Trainer Andreas Zimmermann hat im Gegensatz zum letzten Spiel gegen Aalen Tim Hermes und Oliver Steurer erstmal auf der Bank gelassen. Dafür neu drin nach der Verletzungspause unser Kapitän Benjamin Weigelt wieder zurück in der Viererkette. Und vorne stürmt zusammen mit Simon Engelmann, der Oberhausener Jung, die 13, Raphael Steinmetz. Die beiden also sollen heute für Tore sorgen. Die anderen dürfen natürlich auch. Und dann hoffen wir, dass am Ende 3 Punkte rauskommen für Rot-Weiß Oberhausen. Wir schauen mal rein in die Zusammenfassung des Spiels. Alemannia Aachen gegen RWO, das erste Auswärtsspiel des Jahres 2016. Viel Erfolg, Jungs, und auf geht's. Ist natürlich bitter, so kurz nach dem Spiel auch für mich vielleicht die richtigen Worte zu finden. Ja, aber wir hatten einen Plan gehabt, den haben wir 1:1 umgesetzt. Kann meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen, in jeglicher Hinsicht nicht. Nicht im Läuferischen, im Kämpferischen, im Spielerischen. Also den Fußball auswärts beim Top-Favoriten auf die Meisterschaft, Alemannia, muss ich sagen, Chapeau. Für meine Jungs, dass wir jetzt natürlich bedröppelt in der Kabine sitzen, kann sich jeder vorstellen, der schon mal einen Ball am Fuß hatte. Waren ja zum Glück nicht, oder anscheinend nicht alle auf dem Feld gewesen, die es schon mal hatten. Ja, wir haben auf Top-Niveau gespielt. Leider haben wir letztendlich das Tor nicht gemacht. Zweimal Aluminium getroffen, erste Halbzeit. Eckball, zweite Halbzeit, den Pfostenschuss, beziehungsweise wo der Keeper noch leicht dran war mit den Fingerspitzen. Ja, so ein Ding muss dann letztendlich mal rein, gerade auswärts, dann immer hier mit 3 Punkten nach Hause oder fahren wir nach Hause.
Also natürlich so ein Gegentor bekommen aus der Standardsituation. Wir sind glücklich, wie ein Gegner fällt vor die Füße. Letztendlich macht er den sehr gut rein. Ja, stehen wir hier. 3 Punkte. Wir wollten 3 Punkte mitnehmen. Haben wir leider nicht. Wir haben auf Top-Niveau gespielt. Unser Gegner auch. Bloß der Mann im Blau heute. Also unglaublich. Unglaublich. Kein Fingerspitzengefühl. Ja, ich muss mich ein bisschen zurückhalten jetzt. Ich war noch nie in meiner, oder bin noch nie in meiner Trainerkarriere auf der Tribüne verbannt worden. War heute das erste Mal. Also mich aus der Ruhe zu bringen im Spiel ist schon relativ schwer. Aber bei so einem vollen Amateur wird das. Es ist echt schwer, sich im Zaum zu halten. Aber gut, ist so, wie es ist. Letztendlich haben wir keine Punkte geholt. Wir werden weitermachen. Wir werden weiter unseren Fußball spielen, den wir heute auch gezeigt haben. Und dann werden wir Punkte holen. So, dann stehen wir mittlerweile schon vorm Stadion, mussten uns mal ein bisschen beruhigen. 0:1 Niederlage hier bei Alemannia Aachen. Damit endet diese Doppelausgabe leider nur mit einem Punkt für Rot-Weiß Oberhausen. Das nehmen wir jetzt einfach so hin, Mund abputzen, weitermachen. So hat es auch unser Trainer Andreas Zimmermann mehr oder weniger gesagt in der Pressekonferenz. Nächste Woche geht es schon weiter mit einem Heimspiel gegen die Zweitvertretung von Schalke 04. Ich wünsche euch jetzt ein paar schöne Tage und dann sehen wir uns alle wieder im Stadion Niederrhein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.